Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Ich sag mal, er läuft einfach weiter. Zu The Witcher 3 und dem Beagle. Oh, guckt mich an. Ich war gerade mit Zuckermaus kurz draußen. Bei. Was sagt mein Handy? Bei geilen 34 Grad. Zuckermaus und ich waren uns beide einig, dass wir das ziemlich uncool finden. Und sind eigentlich wieder zügig reingegangen, aber. Nee. Und der da rennt einfach los. Erst bist du viel zu langsam und jetzt bist du viel zu schnell. Ich war noch mitten in der Begrüßung, du Vollidiot. Ich habe jetzt übrigens noch mal ein bisschen lauter gemacht. Auch wenn die Folge, glaube ich, okay war von der Lautstärke her. Geht's besser. Ich hasse es immer, wenn ich da so so Spiele bei habe, wo der Sound einfach so schlecht abgemixt ist, dass ich an meinem eigenen Regler hier dran muss, weil viele Sachen, da brauche ich hier in OBS gar nicht viel machen. Es kann einfach so bleiben, den Rest kriege ich im Spiel selbst geregelt. War bei Final Fantasy nicht machbar. Immer, kannst du auch schneller gehen oder bist du so ein gemütlicher Typ und hast alle Zeit der Welt? Ich habe 20 Minuten, Junge. 20. Wenn du bis dahin nicht am Ziel angekommen bist, dann haben wir 20 Minuten lang nichts anderes gemacht, als dem Typen zu folgen. Danke nochmal, Geralt. Bitte. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ock und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Aber ich hab sie doch gar nicht. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn's nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Mhm. Na gut. Verstehe. Du warst Hehler in Vysima. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich habe mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Mhm. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Da trifft man viele Leute, die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Davon kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken, rollenden Stand gebaut. Sehr schick. Ein Volltreffer. Ich habe damit ein kleines Vermögen gemacht, seit der Krieg angefangen hat. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Mm-mm. Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Radovid ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze Scheiß-Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Ein tödlicher Pan. Ein tödlicher... Das ist die Hitze, Leute. Das ist die Hitze. Ein tödlicher Pan. Den gibt's bestimmt, den tödlichen Pan. Aber nicht in The Witcher. Das war die ganze Quest, die ist ein bisschen, die war ein bisschen lame, wenn ich ehrlich bin. Das große Erasmus-Wegelbund-Gedächtnisrennen. What the fuh. So. Leihe dir von Madame Irina ein Requisitenschwert aus. Auge um Auge, das wollte ich ja auch noch machen. Von Schwertern und Knödeln. Wut.
Wüt. Ich habe ja auch schon einige skellige Aufgaben abbekommen. Wo ist eigentlich das große von Bla, schwarze Perle, fliegende Fäuste? Die Wahrheit ist, steht in dem Schatten des ewigen Feuers. Sie hat mich geprägt. Die hat mich richtig geprägt, wenn ihr mich fragt. So, wo muss ich denn hin, damit ich irgendwie wegkomme? Dahin. Das ist in die Richtung. Aber kann ich den eigentlich beklauen? Danke. Die Geralt-Firma dankt. Querfeld eingehen. Funktioniert immer. Ich glaube, an den Gehängten bin ich schon ein paar Mal vorbeigekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Doch, hier bei den Gehängten ist das Schild. Oh Gott, was ist das denn für eine Orientierung, wenn ich sage, oh, guck mal, hier sind die Gehängten. Ich weiß jetzt wieder, wo wir sind. Dieses Spiel tut Dinge mit mir, Leute. Und die Hitze auch. Mir fehlt die Berührung einer Frau. Das ist nicht mein Problem. Dann gib das Geld für eine Hure aus. Hat der Beagle gesagt. Habe ich auch schon hier im Spiel gemacht. Jennifer war nicht mal böse. Bestimmt sein Schrei. Wie sagt man Gold richtig? Baden müssen flink mit der Zunge sein. Geralt. Hexer flink mit dem Schwert. Hey! Alles bestens. Es tut doch nicht so geschockt. Ich habe gelesen, dass man von einem einzigen Blick. Hallo. Ah, wie schön, dich zu sehen. Ich hätte ein Anliegen. Ich müsste mir eine Requisite leihen. Eins der Schwerter für Bühnenschlachten. Huch, wozu brauchst du denn das? Weiß ich nicht. Rittersporn behauptet, es wäre unverzichtbar. Oh ja, ich habe mir schon gedacht, dass Meister Rittersporn was damit zu tun hat. Ich hoffe doch sehr, dass er mir keine Konkurrenz machen will. Bitte sehr. Danke. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Bis dann. Ich versuche es nicht zu beschädigen. Ich gehe jetzt erstmal zu Sophronias Haus. Jetzt habe ich aber Appetit gekriegt. Nein. Der Wind heult. Und Geralt, was heißt das genau? Dann heult der Wind. Es tut mir leid, Leute. Das war nicht ich. Sind hier diesmal besonders viele Leute unterwegs oder wie? So, hier ist Sophronias Haus, ja? Ja, hier ist Sophronias Haus. Ah, cool, kann ich. Was willst du hier verdienen? Verschwinde besser, Hexenmeister. Hexenmeister nennst du mich? Wir sind auf einer Wellenlänge. Alkohol ist immer gut. Abgeschlossen. Na gut, aber jetzt muss ich mir die Tieren. Reicht hier. Reicht das schon mit mitten in der Nacht und so? Ah, das reicht in der Tat schon. Ah, na endlich. Also, dies ist der Plan. Sophronia liebt Abenteuerromane. Ich könnte für sie zum Helden werden. Indem ich sie vor einem Banditen rette. Sie wird mir aus der Hand fressen und auf jeden Fall das Geld leihen. Ich soll der Bandit sein? Ich wusste, es würde dir sofort einleuchten.
Im Ernst? Das ist ein fantastischer Plan? Von fantastisch habe ich nicht gesprochen. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Ich habe deinen Text schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Damit du weißt, was du bei dem Auftritt sagen sollst. Und deine Maske. Setz sie auf. Sophronia darf dich nicht erkennen. Aber... Keine Zeit. Sophronia kommt. Halt dich an den Plan. Wir treffen uns morgen im Rosmarin. Sofort stehen bleiben. Was soll das? Hilfe! Zu Hilfe! Oh nein, zu Hilfe! Pechtag, meine Dame. Her mit der Börse. Nicht so schnell! Weg mit dem Schwert, Halunke! Das ist die erste und die letzte Warnung. Rittersporn? Fürwahr, Geralt, wobei der Abschaum dieser Stadt mich den Roten Rächer heißt. Oh nein, nicht der Rote Rächer. Ruhe, Gewürm. Der Tag soll dich reuen, da du geboren wurdest. Los, Rittersporn! Du wirst es nie lernen. Ich bin getroffen. Ah. Ins Haus, rasch, da kriegt ihr uns nicht. Ewiges Feuer, was willst du von uns? Lass ab! Dieser Bösewicht läuft gleich weg, ich bin sicher. Er würde sich doch nicht von der Wache schnappen lassen. Nicht wahr? Oh mein Gott, Leute, Rittersporn sollte echt daran fallen, komische Theaterstücke zu machen. Hätte ich ihn nicht angreifen dürfen? Ich weiß es nicht. Noch ein Mutant. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Dann lauf nicht im Dunkeln, du Vollidiot. Oh Mann, von Hurensohn. Die sterben bei mir gratis. Mit besten Grüßen an deinen toten Meister. So leid. War das überhaupt ein Meister? Das war ein Hurensohn. Komm schon! Mann von Hurensohn, ich will dich angreifen. Wo gehst du hin? Warum darf ich dir nicht angreifen? Nee, wie schön. Geralt, steck die Waffen weg. Ach so. Ich habe genau die falsche Taste gedrückt. Ich bin gelaufen, habe mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich plötzlich auftauchte und mich heilte. Ich hatte als bin Kriegsveteran. Eine Krone? Ihr wird nicht rumgehangen. Tempelwachen? Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Ja. Gandalf. Aus welchem Dorf kommst du? Beiden. In Temerien. Von Wüsimann. Dem können wir auch noch helfen. Nein, Sultan? Geralt? Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. Lief gut, ne? Ihr hattet ihm nur mein neulich ein Geschenk dagelassen. Was? Von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Schlaffi. Wenn man nichts zu geben weiß, bekommt man auch nichts. Willst du behaupten, ich bin nicht gut im Leben? Man braucht Talent. Trägst du immer so enge Hosen? Und Charakter. Alter. Ich bin nur massiv erschüttert. Ich würde dir einen Rabatt wegen deiner Heldentaten geben. Aber die Madame, du verstehst? So, kann ich dir noch was mitgehen lassen? Jetzt gib doch schon her. Warum geht das nicht? Und das noch ein Regal, das ich haben die will? Redania? Der alte Numan hat mir neulich ein Geschenk dagelassen. Was? Von dem habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Schlaffi. Wenn man nichts zu geben weiß, bekommt man auch nichts. Willst du behaupten, ich bin nicht gut im Geben? Man braucht Talent zum Geben und Charakter.
Dreiviertel Stunde morgen. Ganz ruhig. Ach so. Das hätte ich vielleicht auch mal lesen sollen. Ich habe 3 Punkte. Die muss ich auch noch mal... Ich will gar nicht wissen, was der mit der gemacht hat. Ehrlich nicht. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht. Und heute sind wir da. Das Material ist komplett. Und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Welche Wahl haben wir denn? Meister Rittersporn sagte, er könne sich nicht zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration entscheiden. Er würde uns die Entscheidung mitteilen, sobald wir hier ankämen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also, würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt? Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Ich weiß ja noch nicht mal, was der Stil darunter sein soll. Wenn ich ehrlich bin. Moment, ich google das jetzt mal. Vielleicht kann ich euch ja auch noch ein bisschen erleuchten, wenn ihr es nicht eh schon wisst. Oh. Ah, das ist irgendwas sehr Erotisches. Egal, ich mach's nach Rittersporns Düngen. Ihr seid beide Bühnenkünstler und Kabarett ist eine Form des Theaters. Das sollte sich im Interieur spiegeln. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit dem Nasebohren. An die Arbeit. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Oh, mein Hübscher. Okay, dann wollen wir mal schauen, wo Rittersporn denn nun ist. Aber die Madame, du verstehst? Was redest du mit mir? Halt die Klappe, rede nicht mit mir. Schlangenauge. Das hast du auch nicht. So. Ich finde es witzig, dass es hier sogar Huren gibt, die Redaniens Farben extra tragen. Au! Let's go. Wir sagen es jetzt zum fünften Mal. Verschwinde! Gnade! Wir haben 2 Kinder. Wie soll ich... Das ewige Feuer wird unseren Weg erleuchten. Absolut. Ich Bist würde du dir eine Rabattzeit deiner Heldentaten geben. Aber die Madame, du verstehst? Polly, alles in Ordnung mit dem Quatsch? Mach auf! Schluss! Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich.
Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal. Was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Darf ich ihn verprügeln? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Gut. Ich will gar nicht wissen, woher er weiß, wo der Zweitschlüssel ist. Was gefunden? Nicht hier. Da ist ein Stein. Nicht hier. Wie nicht hier? Der Schlüssel. Ich möchte trotzdem... Geralt! Musste er den Schlüssel jetzt doppelt und dreifach abklären, oder was? So. Das machen wir noch. Jo. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie. Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwingt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch! Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel! Ich hab dich höflich aufgefordert. Du wolltest bloß nicht hören. Und ich bin nicht der Typ für zweite Chancen. Halt dich da raus, Mutant! Sonst ist es am Ende noch dein Schädel, der eingeschlagen wird. Meine Herren, bitte! Da, bitte. Ein Wort zu viel. Los, auf ihn! Schlagt ihn! Tötet ihn! Ey, du bist Fehler. Alleine, du Trottel. Wisst ihr, was ich mich frage? Wie stark der ist, dass ich so wenig Schaden bei ihm mache. Tut mir leid, Liebes. Geralt lässt sich manchmal hinreißen. Ach, vielleicht ist es besser so. Bei der Schlägerei hatte ich gar kein Mitleid. Das heißt dann wohl, dass ich mir die Gefühle für Hubio nur eingebildet hatte. Du bist nicht sauer? Nein, dankbar. Ich brauchte wohl einen solchen Schock, um zu merken, dass es mit Hubio und mir nicht funktioniert. Ich würde gern mal was Neues versuchen. Wäre froh, mit eurer Revue anzufangen. Wunderbar. Dann sehen wir uns im Rosmarin und Thymian. Es fliegen wohl doch nicht alle Frauen auf arrogante Trottel. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Ja. Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Geralt war jetzt ganz schön unhöflich. Also, dann gehen wir nächste Folge zum Hafen. Und schauen mal, ob wir da seine Plakate bekommen. Und ob er generell alles so da auf die Kiste kriegt. Also, kommt rein, ihr Lieben.